Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema gegenseitige Lage von zwei Ebenen. Ich erkläre dir zum einen, welche Fälle dabei auftreten können, woran du diese Fälle erkennst, und zum Schluss gibt es noch ein kleines Beispiel dazu. Also, wir haben zwei Ebenen, die wir untersuchen wollen auf ihre gegenseitige Lage. Die Ebenen, also für die Ebenen haben wir jeweils eine Ebenengleichung vorliegen und hier in unserem Fall zweimal in Koordinatenform. Es ist am einfachsten, die gegenseitige Lage von zwei Ebenen zu untersuchen, wenn man die Gleichungen in Koordinatenform vorliegen hat. Wenn du das nicht hast, also wenn du beispielsweise eine Ebenengleichung in Parameterform vorliegen hast, dann musst du diese Form am besten erstmal in die Koordinatenform umwandeln. Das ist ja möglich. Okay, die erste Gleichung lautet hierbei a1 mal x1 plus b1 mal x2 plus c1 mal x3 ist gleich d1. Wir notieren uns direkt, wie der normalen Vektor hier aussieht. Also n1 hat entsprechend die Einträge a1, b1 und c1. Ebene 2 hat die Koordinatenform a2 mal x1 plus b2 mal x2 plus c2 mal x3 gleich d2 und entsprechend den normalen Vektor n2 mit den Einträgen a2, b2 und c2. Du kannst sehen, ich habe a, b, c und d als Unbekannten, jeweils noch den Index 1 für die erste Ebene und den Index 2 für die zweite Ebene gegeben. Okay, nun können drei Fälle auftreten bezüglich der gegenseitigen Lage. Also der erste Fall ist, dass die Ebenen parallel sind. Das erkennst du daran, dass die normalen Vektoren vielfacher voneinander sind. Das heißt also, es ist ganz wichtig, erstmal zu überprüfen. Also erstmal musst du ermitteln, was sind überhaupt die normalen Vektoren, also einfach so rausschreiben wie hier, und dann überprüfen, kann ich den einen als Vielfaches des anderen darstellen. Also sind die beiden normalen Vektoren linear abhängig? Das ist hier generell die zentrale Frage, die man sich stellen muss und beantworten muss, um eben die gegenseitige Lage von den zwei Ebenen auszumachen. Wenn das der Fall ist, also wenn sich n1 schreiben lässt als k mal n2, wobei k irgendeine Zahl ist, dann kannst du dir das so vorstellen. Das bedeutet, dass die beiden normalen Vektoren von den beiden Ebenen exakt in dieselbe Richtung zeigen. Also ich meine, sie können unterschiedlich lang sein und die Orientierung kann auch anders sein. Also der eine kann nach oben, der andere nach unten zeigen. Das ist nicht damit gemeint, aber sie verlaufen sozusagen in denselben Bahnen. So, das bedeutet wiederum, wenn jetzt der normalen Vektor n1 auf der Ebene 1 senkrecht steht, er ein Vielfaches ist vom normalen Vektor der Ebene e2, dann steht auch der normalen Vektor n1 senkrecht auf der Ebene e2 und der normalen Vektor n2 steht auch senkrecht auf der Ebene e1. Und das Ganze, das kannst du dir mal vorstellen oder versuchen, nochmal im Kopf durchzugehen, ist eben nur dann möglich, wenn e1 und e2 parallel sind. Okay, wenn e1 und e2 parallel sind, dann muss man noch testen, ob sie nicht vielleicht sogar identisch sind. Das heißt also, wenn dieser Fall gilt, n1 ist gleich k mal n2, dann musst du auch noch überprüfen, wie es mit diesen d's hier aussieht. Also dann stellst du dir die Frage, kann ich d1 eben auch schreiben als k mal d2? Also diesen Faktor hier muss man konkret ausrechnen. Achte auch hier darauf, dass du die Reihenfolge richtig setzt. Also wenn du hier n1 schreibst als Vielfaches von n2, musst du auch d1 als Vielfaches von d2 betrachten. So, ist das nicht der Fall, also sind die beiden normalen Vektoren schon von Anfang an keine Vielfache voneinander, dann gibt es nur noch den Fall, dass e1 und e2 sich schneiden. Zwei Ebenen können sich jetzt nicht in einem Punkt schneiden, sondern die können sich nur in einer Geraden schneiden. Kannst du auch nochmal im Kopf durchgehen, mal ausprobieren, warum das so ist. Also dieser Fall tritt genau dann ein, wenn n1 eben kein Vielfaches von n2 ist oder umgekehrt. Ich habe jetzt hier mal versucht, es darzustellen. In blau haben wir die Ebene e2. Die verläuft irgendwie so und in grün die Ebene E1 und die scheiden sich eben in einer Schnittgeraden, die ich rot markiert habe. Okay, noch ein kurzes Beispiel. Wir haben die Ebene E1 mit der Gleichung 2x1 minus 4x2 plus 6x3 ist 12
und die Ebene E2 mit der Gleichung 3x1 minus 6x2 plus 9x3 ist 16. Was wir als allererstes machen, ist immer die normalen Vektoren herauszuschreiben. Also der normalen Vektor N1 setzt sich eben wieder aus den Faktoren vor den Koordinaten zusammen. Der hat also die Einträge 2, minus 4 und 6. Und der normalen Vektor N2 hat die Einträge 3, minus 6 und 9. So, jetzt ist die große Frage, sind das Vielfache voneinander? Dazu überlegen wir uns mal, mit welchem Faktor müsste ich hier die 2 multiplizieren, dass ich 3 erhalte als Ergebnis. 2 müsste ich multiplizieren mit 3 halbe, dann würde sich 2, 3 halbe kürzen zu 3. 3 halbe ist nichts anderes als 1,5. Jetzt teste ich mal, ob das für die anderen Werte hier auch gelten würde. Minus 4 mal 1,5. Also minus 4 mal 1 ist minus 4, minus 4 mal 0,5 sind minus 2, minus 4 plus minus 2 sind minus 6. Also hier passt das. Und wenn ich 6 mit 1,5 multipliziere, erhalte ich auch den Wert 9. Das heißt also N1 mal 1,5 ergibt N2. Das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. N2 ist gleich 1,5 mal N1. Man könnte sich das immer auch in die andere Richtung überlegen. Also mit was müsste ich 3 multiplizieren, dass ich 2 erhalte und so weiter. Muss man sich eben für eine Richtung entscheiden. Okay, wir wissen jetzt also, dass die beiden Ebenen schon mal parallel verlaufen, weil die normalen Vektoren Vielfache voneinander sind. Die Frage ist jetzt noch, sind sie vielleicht sogar identisch? Dazu gucken wir uns jetzt an. Ich habe hier geschrieben, N2 ist gleich 1,5 mal N1. Deswegen muss ich jetzt überprüfen, ob gilt, dass D2 1,5 mal D1 ist. Ja, so. Jetzt gilt aber, dass 16 ist eben nicht 1,5 mal 12. 1,5 mal 12 ist nämlich 18. Das heißt, das gilt nicht. Damit sind die beiden Ebenen nur parallel, aber nicht identisch. Genau, also so viel zum Thema gegenseitige Lage von Ebenen. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Bis dann.